So, einen schönen guten Tag nochmal an alle Zuschauer zum jetzigen GFD Live Trading TV am späten Nachmittag. Wir wollen uns den DAX und den S&P 500 anschauen und wir sehen hier zunächst mal den DAX in der 24-Stunden-Indikation, der ja letztlich nicht wirklich hohe Volatilität aufwies. Wir hatten heute Morgen den DAX besprochen und da lief er ja hier oberhalb dieser Trendlinie und da wurde im Prinzip erwartet, dass wenn die Bullen hier dranbleiben, es sich hier im Bereich 11.600 30 rund stabilisieren konnte. Hier die Kerze sah zunächst auch so aus, als würde der DAX ja tatsächlich eine Stabilisierung erfahren können. Doch dann ging es drunter und dann seither hier eine zähe Seitwärtsrange. Aktuell rund 100 Punkte gelaufen, gerade mal. Das ist wirklich sehr wenig im Vergleich zu sonstigen tagesdynamischen Bewegungen. Es gab dann hier nochmal einen Versuch, das Vortageshoch zu attackieren, welches scheiterte. Das war dann hier schon eine leichte Indikation für einen Short-Move. Also man hätte hier durchaus ja, versuchen können, diese tiefere Bewegung im Sinne des Ausbruchs hier zu shorten. Ja, letztlich hat der Index dann hier den Weg gen Süden eingeschlagen, aber alles sehr, sehr schwach in Sachen Volatilität, um es mal so auszudrücken. Und Sie sehen hier die durchschnittliche Range, die eigentlich hätte abgearbeitet werden können. Da bewegen wir uns letztlich seitwärts und das ist genau das, was wir vielleicht auch bis morgen 14:30 Uhr zu erwarten haben, denn dann eben der US-Arbeitsmarktbericht, der dann hier ja gewisse Volatilitätsschübe erwarten lässt. Doch wie kann es jetzt nun weitergehen für den heutigen Abend beim DAX? Wir sind gleich per Xetra Schluss. Hier ist rechts der Xetra Handel im Ende, im Finish. Insofern richten wir unseren Augenmerk mal auf die Indikation jetzt hier im Guidance Chart. Und da sehen wir, dass wir Plan B eingeschlagen hatten im Sinne der Rücksetzer Richtung 11.6. Das Niveau ist verteidigt worden, beziehungsweise fast. Wir sind jetzt wieder leicht runter. Wenn jetzt hier nichts Größeres in den USA passiert, dann ist eigentlich hier so eine Seitwärtsgeplätscher im Bereich um 11.600 zu erwarten. Und das dürfte dann sich hier bis morgen fortsetzen. Gehen wir hier allerdings auch in der Indikation, und sprich, die Amerikaner erfahren jetzt eine größere Schwäche und wir gehen hier unter 11.574 Punkte zurück, dann besteht das Risiko, dass wir relativ zügig in Richtung 11.500 absacken. Das ist aber jetzt eigentlich nicht zu erwarten, dass wir jetzt hier die großen Sell-Move in den USA sehen und der DAX dann auch in Mitleidenschaft trieben wird sozusagen. Vielmehr erwarte ich jetzt hier ein zähes Seitwärtsgeschiebe um 11.600, was sich dann morgen gegebenenfalls hier nochmal in einer Attacke äußert Richtung 11.685. Und dann muss man eben mal schauen, wie hier die, ja, Chart-Indikation ist, beziehungsweise dann eben insbesondere das Verhalten zu den Non-Farm-Payrolls. Aber hier eigentlich jetzt nichts mehr Großartiges zu erwarten beim DAX. Deswegen gehen wir jetzt gleich mal nach dem kurzen Blick zum Tagesschart. Hier die heutige Kerze in der Indikation, sehr dürftig. Von der Intensität der Range sehr klein, eben nahe dem Schluss, nahe dem Eröffnungsstand, also hier wirklich nicht viel passiert. Es bleibt dabei, unterhalb von 11.685 könnte es hier einen Rücksetzer geben. Sie wissen, der Freitag statistisch gesehen ein schwacher Handelstag. Also insofern morgen hier vielleicht der Rücksetzer Richtung 11.350, 11.400 nochmal. Ansonsten, wenn es den Ausbruch über 11.700 gibt, wenn es den Ausbruch gibt über 11.700, dann haben wir sicherlich relativ rasch hier auch im Sinne dieser Bewegungsstruktur generell den nächsten Aufwärtsmove zu erwarten. Und rein von der Impulsivität der Dynamik kann das durchaus passieren. Also wenn die Arbeitsmarktdaten morgen so aufgenommen werden, dass die Indizes das Ganze befeiern, zum Beispiel weil sie schlechter sind als erwartet, dass insofern die Zinsanhebungsängste wieder relativiert. Das könnte dann natürlich schnell zu einem Ausbruch auf der Nordseite führen. Mal abwarten. Letztlich jetzt mal zum S&P 500. Da zeigt sich nämlich weiter schwächer, interessanterweise. Kommt hier aber auch gerade auf die Unterstützung zu 2085. Wichtiges Level. Da laufen wir jetzt hier gerade relativ strange drauf zu. Das ist gut. Das ist insofern gut, dass der Index, wenn er sich denn jetzt hier behaupten sollte, ja, die Möglichkeit hat, dann daraufhin einen Erholungsimpuls zu vollziehen. Dazu muss er sich aber jetzt bei 2085 fangen. Deswegen auch schön, dass wir dieses Level jetzt gerade ansteuern. Können wir das direkt nochmal in den Fokus nehmen. Ansonsten haben wir hier eine gewisse Abwärtstendenz unbestreitbar zu laufen. Ich justiere mal hier die Trendlinie ein Stück. Versuche möglichst viele Auflagepunkte mitzunehmen. Und per se haben wir hier diese Indikation, den Trendimpuls. Widerstand 2100 konnten wir wieder nicht signifikant drüber anziehen. Aber jetzt hier oberhalb von 2085, wieso nicht? Jetzt der Aufwärtsimpuls. Also insofern ganz interessant, dass wir uns jetzt einschalten. Der Index nach der Anfangsschwäche, jetzt hier auch in diesem Bereich vom 5.8. / 3.8. Hier jetzt eine Zone. Ich mache sie mal leicht grün,
wo der Index jetzt hier eigentlich anziehen muss, wenn er hier noch was retten will. Falls das nicht gelingt, also wir sollten jetzt hier eine relativ schnelle Umkehr sehen, falls das nicht gelingt, dann muss man davon ausgehen, dass der Index hier dann doch zügig weiter nach unten driftet. So viel mal zur Einschätzung. Das, wie gesagt, Plan B, dass wir jetzt hier absacken, eher hier jetzt eine Stabilisierung, Schrägstrich Erholung oder ja, mehr oder weniger ein Seitwärtslauf. Ich will den Fall gar nicht mal so hoch machen, aber dass wir uns hier in Richtung 2088, 2089 hier etwa bewegen. Durchaus denkbar. So, dann, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für die heutige Sendung, für den heutigen Sendeblock. Wenn Sie mögen, schalten Sie morgen wieder ein. Da werden wir uns auf jeden Fall dann die Non-Farm-Payrolls live anschauen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal noch einen schönen Feierabend, viel Sonne und reichlich Energie. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.